Ich stelle euch heute RPC Communitary vor. Das hier ist das erste Gameplay, was hochgeladen wurde und von mir jetzt auch benutzt wird. Das kann aber nochmal verwendet werden. Euer Moderator bin ich nicht und das Gameplay ist von dem Root Brother D. Und das Ganze wird gespielt mit der M98B, Sekundärwaffe der Rex. Dann im Gepäck haben wir noch das Funkfeuer und die MIV/MAV. Als Spezialisierung wäre da der Schutz und die schwarze Spec Ops Kleidung. So, was gibt es denn genau über diese ganze neue Sache zu sagen? Also, ich werde euch da heute mal ein bisschen einführen. Also, wir stellen euch jetzt regelmäßig ein Gameplay vor. Von welchen Spielen kann man ja sich aussuchen? Es wird zum Beispiel Tekken sein, es wird Hearthstone sein, der Max macht das ja gerade wunderbar, wobei ich aber sagen muss, wahrscheinlich wird es überwiegend Battlefield 3, Battlefield 4 wird ja jetzt kommen, Call of Duty wird es da wahrscheinlich eher geben als wie jetzt Hearthstone oder Tekken. Ja, und in diesem Gameplay sieht man hier einen sehr schönen Spotter. Der Max hat ja auch zuletzt das Ganze bedauert, dass es da zu wenig Spotter geben würde, zu wenig Teamplayer geben würde, worunter ja auch der Spotter fällt. Und ja, was kann ich denn euch jetzt genau über RPC Communitary sagen? Also, ich kann erzählen, dass die ganze Serie erstmal so aufgebaut ist, dass ein Gameplay hochgeladen wird und dann eigentlich der zuerst kommt, mal zuerst und darf dieses Gameplay dann nutzen für sein Commentary. Und das, ihr könnt uns kontaktieren, indem ihr hingeht und schreibt uns auf Facebook, Twitter, YouTube, natürlich Link in der Beschreibung. Und ja, was bleibt uns noch zu sagen? Die Commentaries wie auch die Gameplay-Spieler werden natürlich auch in den Videobeschreibungen verfasst. Natürlich kann jeder sein eigenes Intro und Outro benutzen. Also das, was ihr zu Anfang hier gesehen habt, das ist mein persönliches Ding. Wenn ich mal mir ein Gameplay schnappen sollte, dann wird dieses laufen. Aber nichtsdestotrotz, falls mal irgendein Gameplay euch nicht gefallen sollte, kann ich euch versprechen, könnt ihr auch gerne uns euer fertiges Commentary zusenden. Das ist auch machbar. Ja, und worüber noch geredet werden darf, ist ganz spezifisch alles, was euch gefällt. Also sagen wir mal die Top-Themen der Woche, alles rund ums Gaming, was euch gerade gefällt. Ihr könnt euch euren YouTube-Kanal promoten, ihr könnt euren Clan promoten oder was auch immer. Ich denke, dass da mit Pornos und irgend sowas Rechtsradikales, Menschenverachtendes, das brauche ich hier nicht zu erklären, dass das nicht erlaubt ist, weil da wird das Commentary direkt gesperrt und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier Unterhaltung bieten und wollen auch euch und uns was Gutes tun. Wir haben uns das Ganze deswegen so gedacht, dass wir jetzt RPC Communitary bringen, weil wir sind eine Gemeinschaft, wir wollen was für eine Gemeinschaft tun und wir wollen auch was für andere Gemeinschaften tun. Und da unser Motto eh ist, eine Hand wäscht die andere und wir da ein bisschen auf Vertrauen setzen, dass man sich gegenseitig promoten kann und da Freundschaften aufbaut und alles, ja, machen wir jetzt das und wollen mit euch zusammen da so ein kleines Gemeinschaftsding aufbauen.
Es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Wir haben auch darüber zu unseren, von unseren Kumpels haben wir da ein bisschen vorher abgefragt, ey, wie findet ihr das und so. Da haben wir bis jetzt nur gutes Feedback drüber gekriegt und wir hoffen natürlich, dass wir da noch viel mehr gutes Feedback von euch kriegen werden, dass wir schöne Videos zusammenkriegen, viele schöne Commentaries. Ja, ansonsten kann ich noch ein bisschen was über unsere neue Leitung sagen zum Beispiel. Wir sind jetzt nämlich der Rip Brother, also ich, Rip Brother D und der Anubis sind nämlich jetzt wieder bei Unity Media, was uns sehr begeistert. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine viel bessere Leitung. Damit ist auch zum Beispiel dieses Commentary-Video entstanden. Und ich hatte noch wesentlich bessere, die ich am liebsten verwendet hätte. Aber nichtsdestotrotz haben wir wegen der ganzen Umstellungssache, die leider auch zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz fertig ist, vom Setting her, ja, haben wir da leider noch ein bisschen Umstellungsprobleme. Dadurch zieht sich alles ein bisschen. Und wir haben zwar jetzt schon das Internet, wir können das nutzen, aber leider haben wir eine ja, von Unity Media fertiggestellte Voreinstellung. Und das passt uns natürlich nicht ganz so. Es ist schön für Leute, die sich mit Settings von WLAN-Routern und Co. nicht so auskennen, ist das natürlich eine wunderbare Sache. Wir fanden es toll, dass wir direkt das Not Internet nutzen konnten. Aber wir wollen natürlich noch mehr Sicherheit und Setting selber machen, damit wir auch den hundertprozentigen Schutz und die hundertprozentig stabile Leitung haben. So, was kann man jetzt über das ganze RPC noch sagen? Ja, wir sind, wie viele schon bemerkt haben dürften, gerade im Umschwung. Wir versuchen uns da noch ein bisschen selber neu zu finden, neue Ideen auszuprobieren. Wir machen praktisch uns ganz, wir versuchen da alles ganz neu zu gestalten, euch mehr zu bieten zu können und ja, leider suchen wir uns da noch ein bisschen und deswegen ist das alles ein bisschen schwer. Kommen mal mehr, mal weniger Posts auf YouTube oder auf Facebook. Und einige dürften es ja bemerkt haben, dass wir zum Beispiel kurz vor der Gamescom da ziemlich viel gemacht haben. Ja. Und das war's dann auch eigentlich schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß und wir hoffen auf eine erfolgreiche Zeit mit dem ganzen Commentary und den ganzen Gameplay-Videos für RPC Communitary. Euch auf jeden Fall ein Danke im Voraus, die euch uns da die Gameplays und die Commentaries zusenden und ich würde sagen, dann euch noch have a nice day.